Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um einen Saugroboter bzw. einen Saug- und Wischroboter. Dieser kommt diesmal von Imu, nennt sich L11 Pro in der Version Max und gleich nach dem Intro fangen wir damit an. Ja, wer sich das Leben etwas einfacher machen möchte, der kauft sich einfach einen Saugroboter. Aber die Auswahl ist natürlich gewaltig am Markt. Die Tendenz geht einfach zu solchen Robotern hin, die sich zum einen selber reinigen auf eine Art und Weise. Das heißt, die jetzt eine Station mit dabei haben, wo dann der Staub etc. rein entleert wird, dass man eben noch weniger zu tun hat. Die ersten Geräte waren so, dass die so einen kleinen Tank innerhalb des Roboters hatten, den man dann immer mal leeren musste. Weiß nicht, alle 2-3 Tage oder sowas musste man das sauber machen. Und die neue Generation von Robotern, die fährt eben grundsätzlich in die Station hinein und leert den Tank dann nochmal in einen größeren Behälter, meistens in einen Staubfangbehälter, dann nochmal aus, selbstständig, wie gesagt. Und dann muss man das nur so alle, je nachdem, wie viel Dreck drin ist, dann sage ich mal so alle 70 Tage oder sowas, dann reinigen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und macht das Leben natürlich deutlich einfacher. Dieses Gerät gibt es in mehreren Versionen, einmal als Pro und einmal als Pro Max Version. Ich verlinke euch beide Geräte unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch auch die tagesaktuellen Preise dann abrufen. Wie gesagt, hier die Max-Version mit 4000 Pascal an Saugleistung. Das ist wirklich enorm. Die meisten Roboter, die liegen so bei 1500 bis 2500 und 4000 ist für einen Saugroboter wirklich gewaltig. Wir haben eine LiDAR-Navigation, das heißt, er sendet einen Lichtstrahl rundherum aus und macht dadurch eine Karte, eine dreidimensionale Karte fertig, die ihr euch dann in der App auch angucken könnt und dadurch navigiert. Das heißt, er fährt nicht überall gegen oder muss erst umständlich alle Räume abfahren und alle Linien 10-mal ziehen oder was und dann ist das Ganze immer noch ungenau. Nein, das funktioniert also wirklich sehr gut. Werden wir gleich mal sehen. Und wir haben hier eine Batterie drin mit 6,4 Amperestunden Kapazität. Da hält der Akku auf jeden Fall einige Stunden aus und ansonsten fährt er natürlich immer automatisch wieder in die Station und tankt dann nochmal nach. Tank ist auch so eine Sache. Wir haben 250 Milliliter Frischwassertank mit dabei. Das heißt, der Roboter kann bei Bedarf auch wischen. So, und so sieht der Roboter dann ausgepackt aus. Ist jetzt nichts Besonderes mehr. Jeder kennt jetzt heutzutage schon irgendwie einen, der irgendwo einen Roboter rumfahren hat. Die unterscheiden sich, wie gesagt, hauptsächlich heutzutage in der Kartierungstechnik, in der Laufzeit, was sie ermöglichen und ob sie sich selber reinigen oder eben nicht. Und ansonsten sind die Geräte eigentlich so ziemlich gleich. Ihr könnt das Gerät natürlich per App steuern. Innerhalb der App könnt ihr eingeben, dass irgendwelche Sperrbereiche sind, die er nicht reinigen soll. Ihr könnt virtuelle Grenzen ziehen. Ihr könnt die Räume einzeln benennen. Der fährt natürlich eine ganze Etage ab, kann eine Treppe natürlich nicht herunterfahren. Ansonsten alle Räume, die offen sind, fährt er beim ersten Mal dann logischerweise ab, kartiert die. Dann könnt ihr die benennen und ihr könntet dann sogar sagen, über die Alexa-Steuerung oder über die Google-Steuerung dann per Sprachassistent den in einen Raum schicken. Zum Beispiel sagt dem Roboter, er soll im Wohnzimmer reinigen und dann... Sind noch nicht verbunden, Alexa ist sich nicht sicher, aber es ist wie gesagt so, dass der Roboter dann, wenn ihr sagt, saugt im Wohnzimmer, dann fährt er ins Wohnzimmer und fängt da an dann mit der Reinigung. Ihr könnt ihn auch jetzt halt in die Station schicken, sagt er dann, schickt ihn in die Station und dann fährt er los. Ihr könnt Ruhezeiten eingeben, das heißt, er soll zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens vielleicht nicht reinigen, dann wird er in dieser Zeit auch nicht losfahren. Ihr habt gesehen, die Station hat hier vorne noch so ein Display mit dran. Obendrauf entnimmt man dann den Staubbeutel, ein paar Ersatzstaubbeutel sind auch gleich mit dabei. Dabei ist auch noch eine Bedienungsanleitung, eine Ersatzbürste jetzt für die Ränder und dann hier so ein Wischpad, was wir dann eben, wie gesagt, dann drauf bringen können. Mehrere Wischpads sind sogar mit dabei, die fungieren dann so mit Klettverschluss und die haben hier vorne noch so eine Lasche mit dran, dass sie sich nicht automatisch abstreifen, wenn die mal irgendwo hängen bleiben. Der Roboter detektiert automatisch über sein System dann, ob er auf Teppich oder auf Hardfloor fährt. Bei Hardfloor macht er hier volle Power mit seinen 4000 Pascal und bei Teppich seppt er das Ganze dann etwas runter, so etwa bei 2800 Pascal ist er dann. Das macht er dann automatisch, um dann die Fasern noch zu schonen oder sowas. So intelligent sind die Geräte heutzutage. Wie gesagt, hier oben dann der Abfallbehälter, wo er das dann jedes Mal reinpumpt, wenn er in die Station fährt. Und das müsst ihr dann eben alle paar Wochen dann mal reinigen.
So, gucken wir uns den Roboter mal etwas genauer an. Hier oben ist die Ein- und Ausschalttaste und die Home-Taste. Damit könnt ihr ihn jederzeit auch in die Station schicken, auch wenn ihr keine Alexa daheim habt oder keine App installieren wollt. Gucken wir mal von vorne. Da haben wir hier noch so einen Sensor mit dran. Das ist wie so eine Kamera, dass der erkennt, in welchem Raum er ist oder ob er irgendwo gegenfährt. Er hat natürlich dann hier auch solche Stoßsensorik. Das heißt, wenn irgendwie welche Sensoren ausfallen und er irgendwo gegenfährt, dann merkt er das dann auch und fährt dann nicht immer weiter, logischerweise. Dann haben wir hier die Antriebsrollen, die sind so mit, naja, das ist so eine Art Gummi und die sind so auch wirklich so wie mit so kleinen Stollen behaftet und die passen sich dann der Höhe dann natürlich auch an. Das heißt, wenn er auf einer Seite über etwas Höheres rüberfährt, über eine Kante oder irgendetwas, gibt ja diese Schienen, Fliesen und Teppichschienen, die es dann so gibt, wenn da ein Übergang stattfinden sollte und das nur auf einer Seite ist oder sowas, dann sind die sogar hier einzeln aufgehängt. Dann haben wir hier die Reinigungsbürste, die noch eine Gummilippe hier noch mit drin hat, die sogar so ein bisschen Feuchtigkeit dann vielleicht noch mit abwischen könnte. Und ansonsten die Bürsten transportieren das dann alles ins Innere. Wir haben hier vorne dann die Lenkung sozusagen. Das ist wie so ein kleiner Pendel, sage ich mal. Und dadurch bleibt er dann auf jeden Fall immer in Waage stehen. Und wir haben hier die Eckenbürste oder die Randbürste vielmehr, damit befördert er dann aus den Ecken, aus vom Rand her, dann alles hier ins Innere und saugt das dann hier ein. Dann haben wir hier den Frischwassertank noch mit dabei. Das heißt, wir können hier Frischwasser einfüllen, um dann die Wischfunktion zu aktivieren. Sobald ihr dieses Pad dann hier unterklickt, sagt der Roboter euch automatisch, jetzt ist die Wischfunktion aktiviert. Ihr müsst das Pad natürlich dann immer abends nochmal wegnehmen. Das heißt, wenn der am Tag gewischt hat, müsste das abends entfernen, in die Waschmaschine packen und vielleicht dann das neue draufziehen, gleich wenn er am nächsten Tag wieder loslegen soll. Das ist natürlich essentiell notwendig, weil sonst fängt es natürlich an zu gammeln oder zu stinken und das wollen wir natürlich nicht. Die Wassermenge könnt ihr regulieren. Hier wird das Wasser dann durchgepumpt, damit der Lappen hier nass gemacht wird. Also der wischt dann nicht aktiv, sondern nur effektiv. Er bewegt jetzt dieses Pad nicht, sondern er zieht das einfach hinterher und dadurch, dass das Ganze hier nass ist, wird dann eben dieser Wischeffekt noch mal dann stattfinden, wenn ihr zum Beispiel Fliesen oder Holzboden oder sowas habt, ist das auf jeden Fall eine ganz sinnvolle Geschichte. Könnt ihr in der App, wie gesagt, alles dann steuern, wie viel Wasser rauskommen soll etc. Und hier haben wir nochmal, kann ich euch auch nochmal zeigen, hier ist noch so ein kleiner HEPA-Filter drin. Hier vorne ist das Ganze, das sogar wie es aussieht mit Kohlefaser, dass das Ganze hier dann nochmal vom Staublevel her, wenn ihr irgendwie Allergiker seid oder sowas, dann auch nochmal abgesichert ist und da auch nochmal gesondert gefiltert wird. Also wirklich ein ganz toll durchdachtes System. So, um den jetzt mit der App zu verbinden, müssen wir die IMU Live App einmal herunterladen. Dann gehen wir auf Gerät hinzufügen und auf der Rückseite des Roboters oder auf der Unterseite vielmehr befinden sich so QR-Codes. Die scannen wir einmal oder den scannen wir einmal und dann verbindet sich der Roboter hier automatisch mit der App. Jetzt müssen wir natürlich sagen, ja, die LED, die blinkt weiß. Platzieren das Gerät in der Nähe des Routers und des Mobiltelefons haben wir. Und dann müssen wir hier unsere Netzwerkdaten noch angeben. So, der spricht jetzt noch Englisch mit euch und ihr müsst den einmal hier mit dem Handynetzwerk dann verbinden. Könnt ihr sagen, er soll das alles hier ohne Internetzugriff machen. Und jetzt verbindet er sich hier noch mit dieser App und jetzt können wir dem Gerät noch einen Namen geben, damit wir den eben auch über den Smart Assistenten, einen Sprachassistenten wie Alexa zum Beispiel, dann auch steuern können. Mache ich jetzt einfach mal nicht. Und dann können wir sagen, hier sehen wir schon oder dann können wir sagen, ist auch blöd. Hier sehen wir auf jeden Fall dann, ob WLAN vorhanden ist, ob das aufgeladen ist, das Gerät, wie es um den Schmutzbehälter steht und so weiter. Und hier könnten wir das Ganze dann mit diesem Smart-Assistenten noch verbinden. Jetzt gehen wir hier mal rein. Jetzt soll er einmal ein Update noch bekommen. Das mache ich mal eben noch. So, Update ist abgeschlossen und jetzt steht hier, öffnen Sie die Tür und räumen Sie den Fußboden auf. Das ist schon mal eine tolle Geschichte, wenn man Reinigungsassistenten sich gekauft hat und dann wird mir erstmal angewiesen, räum doch erstmal auf, bevor du mich hier losschickst. Gut, wir sagen, wir haben hier aufgeräumt und dann machen wir hier mal weiter. Vermeiden Sie das mit der Kartenerfassung und. Ich lasse den hier tatsächlich auf dem Tisch laufen und wir werden uns das mal angucken. Ich habe extra hinten noch den Drucker stehen, da steht noch ein Drucker, Weihnachtsbaum steht hier noch in der Nähe und wir haben hier natürlich nicht viel Platz auf dem Tisch und wir haben natürlich bei dem Roboter eine Absturzsicherung, das heißt, er hat sehr, sehr viele Sensoren auch nach unten, die ihn dann natürlich daran hindern, irgendwie abzustürzen. So, und dann sagen wir hier, er soll das Ganze jetzt hier mal kartieren, starten. Start cleaning.
und dann legt er los. Wir können ihn natürlich auch auf Deutsch umstellen. Alles in der App möglich, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Aber so läuft er jetzt los, ne? Und der ist auch recht leise. Wirkt wie so ein kleines, wie soll ich sagen, Militärfahrzeug oder so, was oben da hier noch so ein Radar drauf hat oder irgendwie. So erinnert er da dran. Schaut mal, wie schnell hier vorne die Bürste sich dreht. Und jetzt fährt er hier das Ganze dann einmal ab. Man soll eigentlich den Raum auch verlassen, denn ansonsten kann er natürlich diese Dreidimensionalität nicht wahrnehmen. Aber ihr werdet auch sehen, wenn ihr dann irgendwo mal was hingestellt habt, einen Einkaufskorb oder irgendetwas, dann ist das für den auch gar kein Problem. Das erkennt er dann, da fährt er drum rum, weil er hat ja den Raum als 3D-Ansicht dann gespeichert. Und schaut mal, hier ist der Raum schon, obwohl er jetzt nur auf dem Tisch gefahren ist, ist hier schon mal abgezeichnet. Und das wird natürlich jetzt bei jedem Mal dann auch genauer. Also wahnsinnige Technik, was in so einem Roboter heute so drinsteckt. So, jetzt ist er hier gerade in so einer kritischen Ecke. Da passiert aber auch nichts. Und ihr seht, er fährt auch so zwischen. Der lässt das dann nicht aus. Kabel sind bei jedem Roboter immer so ein bisschen ein Problem. Wenn die zu locker irgendwie sind, dann wird er die natürlich auch im Zweifel rausreißen. Aber letztendlich, er fährt jetzt nirgendwo gegen. Er erkennt diese kleine Ecke von der Ladestation etc. Und wie gesagt, das ist so tolle Technik. Mich begeistert das immer wieder, obwohl ich ja jetzt hier schon einige Reinigungsroboter auch getestet habe. Eine ganz tolle Geschichte. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wie er auf Teppich reagiert und wie das Saugergebnis ist, wenn er jetzt hier in die Station gefahren ist. So, innerhalb der App habe ich ja schon gesagt, ihr könnt Grenzen setzen, einfach eine Linie hier durchziehen. Ihr könnt Reinigungszonen wählen, die vielleicht intensiver gereinigt werden sollen oder die komplett ausgelassen werden sollen. Wenn der Hund jetzt irgendwie in der Ecke immer liegt oder was, dann könnt ihr da drumrum saugen lassen. Ihr könnt sagen, er soll nur in dem und dem Raum das Ganze machen. Ihr könnt hier nochmal neu kartieren. Jetzt hat er hier natürlich ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht, weil er auf dem Tisch gefahren ist. Er ist ja eigentlich für den Boden gedacht und er ist einfach nicht darauf ausgelegt, so in der Höhe zu fahren. Aber dennoch hat er hier den Raum eigentlich von den Umrissen her sehr gut kartiert. So, ich habe jetzt hier schon mal einen Teppich auf meinen Tisch gebracht und da werde ich jetzt mal eine Verschmutzung einbringen. So, und dann wollen wir den Roboter mal starten. Ich habe jetzt hier so ein Paniermehl ist das. Ich habe jetzt ein bisschen was auf den Teppich gelegt und ein bisschen was hier davor gelegt und jetzt starten wir den Roboter mal. Ich habe den immer noch nicht auf Deutsch umgestellt. Alles schon cool, wie der losfährt, oder? Das macht schon richtig Bock. Gut. Der eine mehr, der andere weniger, sagt sich hier, ja, der eine sagt scheiß Technik, der nächste sagt, Mann, ist das cool, könnte ich stundenlang zugucken. Ich könnte da stundenlang zugucken, muss ich wirklich sagen. Ich bin echt immer gespannt auf neue Geräte. Und jetzt sehen wir gleich hier, wie er das hoffentlich reinigt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Er hat hier an den Seiten auch noch Sensoren, unten drunter hat er einiges an Sensoren. Und ganz toll, womit dieser Roboter hier ausgerüstet ist. Und jetzt hat er hier schon einiges weggefegt. Und dadurch, dass er jetzt im Zickzackmuster geht, das heißt, er geht jetzt einmal so hin und her und dann geht er hinterher nochmal so hin und her und ihr könnt auch die Reinigungsintensität dann noch bestimmen, wie oft er überall rüberfahren soll. Er hat auch einen Verschmutzungssensor sozusagen drin. Er wird leicht dann erkennen, dass er hier auf Teppich fährt etc. Und da wird er dann nochmal etwas länger und intensiver reinigen. Das kann man, wie gesagt, in der App alles noch einstellen. Lest euch das auf der Produktseite alles durch. Das ist jetzt auch wieder noch so ein Vorab-Promo-Muster. Letztendlich, der hat noch nicht alle Funktionen, die dann hinterher verfügbar sein werden. Auf der Internetseite steht auch schon 4500 Pascal. Hier steht noch 4000 Pascal drauf. Müsst ihr mal sehen, wie das dann letztendlich im Endkundenprodukt dann gestaffelt ist. So, jetzt müsst ihr hier gleich auf den Teppich stoßen. Mal sehen. Jawohl. Und jetzt geht er hier gleich die nächste Linie lang. Schaut mal, wie der das hier aufnimmt vorne, ne? Mit dieser Bürste. Schaufelt er sich quasi alles rein, macht natürlich auch den Rand sauber und alles weg. Es ist hier alles weg. Jetzt dreht er da hinten noch mal ein bisschen mehr auf. Ich glaube, ich habe das vorhin verkehrt rum gesagt, ne? Mit dem Saugen. Mal gucken. Oh. Habe ich nicht festgeklebt. Alles klar. Fährt er trotzdem drum rum. Jetzt gucken wir uns hier mal an, was er hier gemacht hat.
Die hat er auch aufgenommen, das Ganze. Jetzt fährt er hier rüber. Also man hört schon, dass er einen anderen Reinigungsmodus angeht. Und schaut mal, der hat das hier aus den Poren rausgenommen. Jetzt sind drei, vier Krümelchen sind hier noch. Aber letztendlich gewaltige Saugleistung, was hier gebracht wird. Also ich bin wirklich begeistert. Ich denke, das hört man auch. Jetzt fährt er in die Station rein. Und das werden wir uns jetzt natürlich auch nochmal angucken. Und auf kürzesten Wege. Ihr seht, er fährt jetzt hier schräg rüber, sagt, aha, jetzt bin ich in Höhe der Station. Jetzt orientiert er sich nochmal neu. Und jetzt fährt er gleich rückwärts in die Station rein. Rückwärts einparken kann er auf jeden Fall. Und dann wird er den Absaugmodus hier anschmeißen und seinen Tank dann in den Hauptbehälter entleeren. Mal gucken, ob das alles so klappt. Und schaut mal, wie präzise das alles funktioniert. Das ist doch wirklich klasse, oder? Start Dust Collection. So, das war's. Und jetzt ist... Genau, und jetzt ist aller Staub... Recharging. Aller Staub, den er eingesammelt hat, hat er jetzt in die Station geblasen. Jetzt kann man das, wie gesagt, alle paar Wochen dann mal reinigen. Und jetzt würde er dann wieder für neue Untaten bereitstehen. Ihr könnt den jetzt hier manuell starten, über die App starten, über Alexa starten oder. Das ist also alles hier möglich. Und ansonsten wartet der jetzt, wie gesagt, auf den nächsten Einsatz. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob dieser Roboter auch was für euch wäre, ob ihr den vielleicht schon daheim habt und deswegen dieses Video hier eingeschaltet habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, wird es nochmal ein paar Euro günstiger. Dann findet ihr den logischerweise auch unten. Ansonsten einfach drauf achten. Unter dem Preis ist manchmal so ein kleines Kästchen zum Anhaken, dann wird es auch nochmal billiger, dass ihr das nicht vergesst. Manche, die bestellen den einfach blind oder was und das muss ja natürlich nicht sein. Jeder kann natürlich gerne auch etwas sparen. Ja, ansonsten war es das zu diesem Video. Saugleistung wirklich mehr als super, kann man nicht anders sagen und ihr müsst ja wirklich sagen, wenn ihr so kleine Räume habt, dann kann der eben zweimal rüberfahren oder was weiß ich was und dann nimmt er auch wirklich alles porentief dann auf und hier ist wirklich zwei, drei kleine Krümelchen, okay. Das habt ihr aber mit einem normalen Staubsauger auch, dann müsst ihr dann auch ein paar Mal mehr drüber gehen. Also rundum kann man damit zufrieden sein mit der Leistung. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.